Hallöchen Leute, nicht erschrecken, ich bin Primark und willkommen zurück zu Spyro 3 aus der Reignited Trilogy. Wir sind in der Folge hier in der Grafenstadt angekommen. Finden hier gleich ein paar Juwelen. So, ich glaube zwar, ich habe die Basen hier raus auch schon aufgemacht, aber ja, ich vergesse immer, dass ich da ja eigentlich auch zu einer Fee gehen muss, nachher auch noch und speichern. So, und ja, die Höhle sieht doch schon mal ziemlich ominös aus. Da gibt es wieder Eis zum Rutschen. Das hatten wir in dem Teil noch gar nicht. Gehen wir da zuerst hin? Ja, wieso nicht, ne? Holen wir uns gleich die Edelsteine. Und da haben wir gleich eine erste Welt-Eisspitze. Perfekt. Da geht es eh nicht weiter rein. Da kann man rennen. So zumindest. So. Und wo geht's denn hier hin? Warum gibt es da überall so viele Wege? Oh, okay. Das ist nicht wirklich ein Weg. Das ist ein Mini-Weg und das ist Mingus. Unser guter alter Freund, der gerade erst geschlüpft ist. Klar, darum ist er auch ein alter Freund. So, na dann begeben wir uns zur Eisspitze. Hallo Spyro, du musst auch schon weiter rutschen hier. Und ja, hoffentlich haben wir keine komischen Bugs in diesem Part, wo wir einfach irgendwie an Land die ganze Zeit rumschwimmen können irgendwie. Sehr seltsam war das im letzten Part, ich habe keine Ahnung, was da los war. Und ja, wenn wir irgendwo nicht weiterkommen, weil wir irgendwelche neuen Charaktere brauchen, versuche ich diesmal, dass ich nicht ewig da dort bleib noch. Kann ich da Seil rutschen? Ja, rauf wahrscheinlich nicht, aber dann runter, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das ist nicht. So, was hast du gerade aufgeführt eigentlich? Ich war heute mit Doc zum Eisangeln verabredet, aber der Weg wurde von Rhinoxen mit Eis versperrt und ich komme nicht durch. Okay. Ich wollte das Eis mit dieser Kanone wegpusten, aber sie trifft nicht vernünftig. Ich habe den ganzen Morgen nur daneben geschossen. Okay. Das ist doof. Na, ich kann das so zünden, aber... Du hast mit der Kanone daneben geschossen. Muss ich den da auch treffen eigentlich? Oh. Ist der wirklich irgendwo hin? Achso, ich muss einfach runter. Richtig, Juwelen wahrscheinlich nicht. Achso, warum baue ich jetzt weg? Den Vogel noch treffen. Das klappt und den Juwel kriege ich auch. Wow. Jetzt mach. Komm, Vogel, warum fliegst du da über den Bildschirm ran rum? Dann treffe ich dich ja nicht mal. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich habe nicht so darauf geachtet. Was ist da gerade in die Luft geflogen? Dort irgendwas wahrscheinlich. Ah, das sind Eiskristalle. Ja, okay. Gut. Da ist ein Wirbel drunter. Perfekt. Der wird mich ja hoffentlich da drüber bringen. Ja. Perfekt. Die hätte ich nicht mal mit der Kanone abballern müssen. Naja, egal. Für diese vier Juwelen. Na gut, im Endeffekt waren es vier und nicht mal zwei. So. Habt ihr geholfen, aber das sagt ja nichts Besonderes mehr, nehme ich mal an. Darum haue ich jetzt einfach ab. Ohne ich werde in meine weitere Vorgehensweise anzu. Wann? So. Aha. Das finde ich nicht korrekt. So, da kommen wir noch Wählen raus. Ja, okay. Dann muss ich das Zeug sowieso immer anzünden. Ich brauche ich noch nicht. Glück gehabt. So. Ich habe immer noch Bugs. Ich war ganz klar eigentlich auf der Plattform, aber gut. Jetzt weiß ich schon, was mich auf bei Crash Insanity Trilogy erwartet. Ach komm, was muss ich denn jetzt nochmal machen? Die Juwelen habe ich ja hoffentlich alle, die was da drin waren. Okay, da war nur dieser Strudel, damit ich da rüberkomme. Die Gegner habe ich schon besiegt. Ach ja, einmal muss ich ballern. Will er mir jetzt nochmal seine Lebensgeschichte erzählen, oder? Oder die Dinger habe ich ja schon. Okay, danke schon. Die versuche ich nicht nochmal zu besiegen. So, das war ja auch alles. Kann ich jetzt da bitte rüber? Dankeschön. War da noch ein Vogel oder wie schaut's aus? Was war das? Ich hab den gerechnet. Da kommt ein Vogel angeflogen. Aha. Okay, ja gut. Das lernt halt die am Anfang wieder.
Ich weiß nicht, ob das die sind oder. Das ist doof. So. So macht man das. Glaube ich. Keine Juwelen. Hä? Was sind die Juwelen? Das sind. Egal, da wollen schon wieder die nächsten noch nicht fallen. Okay. Ich bin da hinten gestanden. So. Irgendwer ist da überall im Weg rum. Das fällt mir gar nicht. Mal weg. Gleich so. Und gleich alles. So, dann sind die Willen. Da sind keine Willen. Okay. Okay. Greifst du das Ding an? Nein. Das wäre auch zu schön. Okay, da drüben. Keine Höhlen verpassen, dann mit irgendeiner Kanone irgendwas wegballern. Ganz klar, das ist da oben am besten. Erstmal den, das dreht sich ja ziemlich schnell, perfekt. Ja, ja. Ganz viel mehr als ich dachte. Gut, das haben wir schon. Dann noch da oben. Das Ding, wie wir darauf kommen, bin ich noch nicht sicher. Vielleicht direkt abballern. Ah, so schieß nicht. Na, oben, das können wir nicht runterschießen. Gut. Oh, okay, ist mir schon wurscht. So, was ist jetzt mit dem? Wie soll ich darauf kommen? Keine Ahnung. Machen wir noch rausfinden. Unterm Eis ist auch Zeugs. Komm ich da rein? Merke ich gerade erst. Oh hi. Ist die da drin? Merke ich auch etwas. So, da geht's weiter, okay. Aber ich habe ja nicht umsonst da Löcher überall reingesprengt. Oh ja. Da kann ich auch so hin. Von da bin ich gekommen, nicht wahr? Ja. Dann da oben war ich drin, da war ich, aber ich da komme ich noch nicht rauf. Okay. Dann schauen wir es mal doch. Doch erstmal da weiter. Ich merke den jetzt schon. Das Ding ist schon wieder im Weg. Gut. Ah, toll. Jetzt hat es braucht. Das war leider schon besiegt, das Ding. Ach, der will kommt direkt raus. Okay, gut. So, komme ich darüber, ohne dass ich da wieder abrutsche, also in diesem Grund. Ja. Ich kann mich auch direkt angreifen. Das ist mir ja jetzt, sagen wir zumindest schon mal zum Ei. Da ist Maynard drinnen. Also, dachte du niest jetzt, dann fliegst du da runter. Das wäre lustig gewesen. Das nicht lustig werden. Da komme ich immer noch nicht hin. So weit klärten kann ich auch nicht. Das muss ich erst von dort ab. Ja, wo kann ich noch hinkommen? Da ging es ja irgendwie nicht mehr darauf. Das geht sich 100 Pro nicht aus. Wie komme ich darauf? Hallo, ich bin da rein. Ich will auch da unter das Eis, wenn es geht. Problem ist, ich weiß nie, ob ich da neue Fähigkeiten brauche. Das wäre auch kein Problem, wenn ich ein Video machen würde. Wo eigentlich immer Progress drin sein sollte. An einer Stunde, einer Stelle 15 Minuten herumwandern, um einen Weg zu suchen, wie ich irgendwo hinkomme. Das sieht da vielversprechend aus. Vielleicht geht es ja hier irgendwie irgendwo hin. So, Kiste, Kiste, Kiste. Und die auch noch. Perfekt. Die machen wir dann später.
Ja. Ich verstehe, warum du den daneben geschossen hast. Das ist ein cooles fadenfreies Gemüt, du weißt, wo ich hinschieß. Ach komm, was ist denn? Danke, ne? Endlich. Puh, ja, das kann ein bisschen dauern. Oder nicht. So. Wow. Das ist immer ziemlich knapp. Naja, komme ich da hinten, aber ich werde immer noch nicht, wie ich zu dem Ding am Anfang komme. Nein, nicht wirklich. Ah, muss ich hier wieder dahin? Da bin ich immer noch nicht schlauer geworden, wie wir am Anfang weiterkommen. Und warum Spark schon wieder einen Stern sammelt, also was ist das mit diesem Spiel? Das sollte normalerweise einsammeln. Das ist Sinn von ihm, aber na gut. Hat irgendwer wieder verkackt. So, noch eine Kanone. Das sind wir, aus dem ich anfangen müsste gerade, ne? Noch zwei Vögel. Dann mal aufzielen komplett. Und warten, bis er mich zufliegt. Was ist das Millimeter? Okay, ich dachte, er kann den anderen treffen, aber da muss ich ja wieder wo weiter runterstellen. So, ja, das ist Anfang. Puh. So, den haben wir auch weggeschossen. Perfekt. Bring uns irgendwo hin, damit wir irgendwo hinkommen, wo wir dann dorthin kommen. Das sieht gut aus. Zumindest war ich da noch nicht. Das ist immer gut. Nicht wo hinkommen, wo ich noch nicht war. Und da können wir auch schon hier rauf. Okay. Das freut mich, wenn wir endlich da hinkommen. Reese. Und Reese befreien werden natürlich. Ach ja. Süßes Schläfchen ums Horn. Das ist ganz toll. So. Den müssen wir noch besiegen. Der ist nicht der vom Anfang. Da müssen wir nochmal zur Kanone. Die hoffentlich noch da ist. Natürlich. Wieso sollte die auch weg sein? Hast du in die richtige Höhe gestellt? Eigentlich schon. Jetzt verstelle ich es wieder. Den müssen wir leider holen für den letzten Edelstern, die Gegner hier wieder bei sich haben. Kanone hat leider. Es ist schön, dass die Gegner durchdringen, aber. Dann sollst du die Gegner auch treffen dabei und nicht komplett durch die durchfliegen. Danke. Puh! Na endlich! Ich habe mich auch schon gefragt, wann es endlich was wird. Ja, viel weiter unten stehen kann ich aber nicht. Also das Eis da unten zerstören. Wie zerstört das Eis da unten überhaupt? Das weiß ich nicht, aber da halte ich mich noch nicht so lange auf. Der ist ausfindet und die Welt dann sowieso clearen muss, weil ja Sergeant Burr, der sowieso irgendwo zum Schluss, glaube ich, versteckt ist, gefangen gehalten wird. Auf jeden Fall ist der bei dieser komischen Zauberin da drin. So, da drin war ich, habe ich alles gemacht. Hier drüben gibt es auch noch einen Weg. Ist ein bisschen falsch. Ja, also ein Weg. Cool, und dann kann ich da noch rein. Gut. Was haben wir hier? Skaten? Ich hoffe nicht. Kann er ja die befangen. Okay. Erstmal den hier, der ist aber auch schnell. Okay. Dachte, dass nur die Roten schnell sind. Aber da habe ich mich leider getäuscht. Gut, den haben wir zum Glück getroffen. Und Betty befreit. Okay. Keine Angst, Betty, das lernst du noch. Wie du fachmännisch auf die Schnauze fliegst, so wie ich. Hallo, warum ist das nicht aktiviert worden? So, jetzt aber. So, dann eine Kurve. Ich weiß nicht, wo der langgelaufen ist. Wahrscheinlich. Okay, ich habe ihn gerade rechts gehört, also nicht hier lang. Ah, jetzt ist er. Okay. Da taucht er wieder hier auf. Gut, also dann mal rechts. Wenn du unbedingt willst, dass ich hier laufe, dann mache ich das. Jetzt ist er wieder anders gelaufen. Okay. Also hier teleportieren kann, warum rennt er dann nicht von mir weg? Das alles überhaupt noch Sinn, was ich da mache? Ja, da ist er. Gut, da gibt es wenigstens keine Gabelung, wenn er hier rennt.
habe ich in der Luft sogar eingeholt. Scout, habe ich irgendwo Edelsteine gesehen? Ja, ein Moonwalkenden Drachen habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, denke ich mal, das sind die Wellen irgendwo. Und zwar, ich glaube, hier, wenn ich alles täuscht. Hier irgendwo in der Nähe. Oder sagt er mal, dass ich zurück muss? Fuck, sag mir die Wahrheit. Ah. Hier unten waren welche. Das war nicht das Tief an, das ich gesehen habe, aber... möglicherweise. Na, ich glaube, die oben am Turm habe ich gesehen. Genau, die habe ich gesehen. Mit den Töpfen. Stimmt, stimmt. Okay, dann kommen wir ja auch direkt dahin. Von hier aus perfekt. Und Spark sagt, wir müssen nach Hause. Bist du schon nach Hause, Spark? Das verstehe ich natürlich vollkommen. Sparks. Okay, ja, das ist der Markt. Klar, okay. Ja, natürlich. Jetzt stehen wir aber eh vom Eingang, würde ich mal hoffen. Ah, ich stehe wieder irgendwo. Oh, doch, da ist der Eingang. Sparks will aber nicht, dass wir zum Eingang gehen. Der will, dass wir... Hä? So, kann das jetzt aktiviert werden, bitte? Danke. Ich werde das dir nicht schlossen, Sparks. Ich freue mir sowas, aber ich glaube nicht, dass du das kannst. Ah. Oder nicht. Wow. Gut, dass das war. Schade, dass man durch könnte. Mit einem Kopfstoß zum Beispiel. Ah. Okay, doch, ich habe Sparks. Entschuldigung, dass ich an dir gezweifelt habe. Wie viele Juwelen waren da jetzt drin? Zwei. Ich hätte auch prima darauf verzichten können. Kannst du aufhören zu rennen? Na, eine Güte. Das ist ehrlich. Ich da nicht. Komm, Sparks, lass mich bitte nach Hause gehen. Nicht noch mehr Dinge versteckt sein. So, passt. Okay, ich darf wieder zurück. Richtig. Ja, wir sollten noch mal die Bestätigung haben. Dann. Da. War ich nicht drin? Ernsthaft? Habe ich das nicht gesehen? glaube nicht. War zu beschäftigt mit anderem Zeugs. Gut, dass ich Sparks dabei habe. Schlecht, dass ich Sparks dabei habe. Sparks, ich will Juwelen finden und den ich per Geldsack ausgeben müssen. Komm näher, Spyro! Hinter dieser Tür wartet die beste Show der Welt mit einem Eistanz. Wenn du ein Saisonticket möchtest, musst du dich beeilen. Okay. Klar, ist doch nur Geld. Ja, nix da, du Schmarotzer, würde ich gerne sagen und ihm trotzdem die Edelsteine geben, aber egal. Ich wusste schon immer, dass du für einen Drachen sehr kultiviert bist. Komm, die Show beginnt gleich. Die Show, okay. Schauen wir die Show gern an. Und schauen wir auch gern an, wie man hier wählen, nach unten gehen. Naja. Das ist ein Gegner. Heute ist meine große Eistanzvorführung und diese Hockeyspieler verderben mir alles. Oh, okay. Immer wenn ich tanzen will, stoßen sie mich mit den Schlägern vom Eis. Wenn ich nur einen Partner hätte. Einen mutigen, starken, schönen und lilafarbenen Partner, der Feuer spuckt. Naja, lila bin ich, ja. Hilfst du mir bitte bei meinem Eistanz? Diese fiesen Rhinox-Hockeyspieler besetzen die ganze Zeit das Eis, auf dem ich tanzen will. Spaß, bist du schön, Sparrow. So, die ersten sollen fiesen Hockeyspieler beschützen. Nein. Danke, legen wir los. Nancy, okay, Nancy. Ich beschütze dich, und unter einer Bedingung. Weg mit euch. Mit dir. So. Da kommt der Nächste. Ja dann, darum spucke ich da einfach mal in die Richtung Feuer. Nancy, gehen wir mal aus dem Weg mit deiner komischen Performance hier. Also zum Glück sind sie so langsam. Wahrscheinlich gibt es eine Stufe 2 oder so von dem Käse hier. Schon gut, es ist gar nicht so schlimm.
Versuchen wir es nochmal. Danke, legen wir los. Ich habe mich hinreißen lassen, zu dem schnell zu gehen und den gleich wegzumachen. Ich muss euch alles nochmal machen. Ja, nicht, dass das nicht eine super Top-Performance wäre hier von dir. Wo kommst du her überhaupt, Alter? Ja, ist eh nicht schlimm, Alter. Das ist total schlimm, wenn ich das alles fünfmal machen muss. Kann sein, dass das für dich nicht schlimm ist. Läuft denn nicht mal auf? Ah, ich bin immer da bei Dera. Das macht das Ganze eh nochmal viel besser. Wo ist der überhaupt herkommen? Der war das. Da kann man sich schon umdrehen, so. Da sollte ich vielleicht die aktive Kamera ausschalten, damit ich mich schon umschauen kann. Hab den doch, Alter. Ja, wie, Alter? Wie hab ich das beim ersten Mal geschafft? Und ich kann auch im Boot sein. Habe ich schon immer gewusst, dass das für ein Dreifel gemacht, meine ich. Verpiss dich, Junge. Alter, was ist das? Fall mich doch an, Alter. Ja, total lustig. So, letztens. Ja, okay, bis hierher habe ich es geschafft letztens. Sieht doch gut aus, oder? Fans hier, die im Erst eingeschlossen sind, wie gesagt. Das war meine bislang beste Vorführung. Eins der Jurymitglieder war wohl anderer Meinung und hat mich mit einem Ei beworfen. Willst du es haben? Klar. Cerny. Süß. Vielleicht mit einer Brille aus dem Erschlepp. Gerne mit mir auftreten. Ja, gerne. Das war nämlich total spaßig. Juwelen hier, Sparks. Nein, da kannst du mir gar nichts zeigen, wenn ich am Eis bin. Okay, zurück. Wie viel brauche ich denn überhaupt noch? Ja, so um die 50. Ich muss mich beeilen. Ich bin bei der Vorstellung heute Abend Teil der Jury. Yeah. Okay. Danke Das ist die Zugabe, also ich meine, zugeben. Ich habe heute Morgen Eisblöcke aufgestellt, damit Bob nicht vor mir angeln kann. Wenn du mal Eis angeln möchtest, leihe ich dir gerne meinen Angelköder. Vor dir angeln? Wieso soll er hinter dir angeln? Das ist natürlich, das wird ihm sicher nichts ausmachen. Cheat. Nein, cheat. Du kannst dir übrigens gerne jederzeit unsere Gondel ausleihen. Gondel ausleihen klingt gut. Ich denke, ich habe ja eigentlich alles, bis auf Edelsterne. Dann suche ich den auch, würde ich sagen. So, Leute, ich habe hier das hier gefunden. Vielleicht könnten wir es hier mal probieren. Hier hinfliegen. Da können wir durch. Okay, na gut. Haben wir das endlich auch gelöst. Und drei Edelsteine bekommen. Okay, geht's weiter. Ich kann hoffen. 50 fehlen mir noch. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Jo. Perfekt. Hier gehen wir nicht drauf. 100% des Levels. Okay, dann habe ich einfach nur das finden müssen. Ich dachte die ganze Zeit, vielleicht brauche ich doch eine neue Fähigkeit oder so. Aber dann habe ich mir gedacht, da kann man ja überall so nochmal um die Map rumgehen, damit man irgendwie höher ist. Probier es da nochmal und schau. Dann habe ich das Ding gesehen. Schon einmal versucht aufzubrechen, aber das ging nur schief und deshalb. Aber ich habe das jetzt nicht gezeigt. Naja. Wer will das auch schon sehen? Ach, ich kann die Gondel dann aufnehmen und wieder runter. Okay, okay. Aber wir haben ja alles. Dann können wir auch wieder zurück. Ah, Mann.
die Erstspitzen, oder wie ich das Namen gerade. So, 500 Juwelen bekommen, 500 wird ausgegeben bei Geldsack, genau, 400 haben wir bekommen. Haben wir vorher auch schon 2021 gehabt. Das verstehe ich nicht. Oder haben wir, ja, 500 Juwelen haben wir gesammelt, plötzlich. Perfekt. Warum die Level so lang sind, wenn ich mich umschauen muss, ob ich eh alles habe. Hinaus. Okay. Dann schauen wir uns noch ein bisschen um. Nee. Gut. Um den anzuholen, muss ich wahrscheinlich innen laufen. Oh ja, das kaputt. Das werde ich noch rausfinden, hoffe ich. Jäger steht dann nämlich da rum. Will mir auch irgendwas sagen. Ja. So, ich drücke sie befreit. Ziemlich bounce, die gute Trixie. So. Ah, scheiße, dass ich hier nichts vergesse. Da komme ich noch nicht hin. Dann rede ich mit Jäger als nächstes. Und dann gehe ich in den Level. Oh, da ist aber kein Level. Geldsack, will mir wieder irgendwas beibringen. Das war nett von ihm. Da ist Officer Bertrand. Okay, dann können wir in die nächste Part zurückgehen. Und dann einen Level noch machen. Mit Jäger müssen wir auch noch reden. Das machen wir dann aber im nächsten Part. Das war's aber erstmal für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich muss jetzt aber leider wirklich was Dringendes erledigen. Also tschüssi!